Moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei Let's Play Rollercoaster Tycoon 3. Wir machen weiter mit dem nächsten Level und das ist Level Nummer 7. Wir machen hier dann auch noch Level Nummer 8 im Anschluss und danach geht es dann weiter mit den letzten Szenarien des Base Game, dann mit Soaked und dann Wild. Ja, das Level nennt sich Insektenwelt. Der Vorbesitzer war ganz besessen von Insekten, wie man an den Ameisenhügel von einem Park, den er gebaut hat, sehen kann. An allen Ecken wimmelte es von Problemen, als ihn die Bank zerquetscht hat. Jetzt gehört der Park mitsamt seinen Schulden ihnen. Sie müssen fleißig wie ein Bienchen sein, um erfolgreich zu sein. Na, das ist doch mal eine Herausforderung, die wir hier bestehen wollen. Müssen wir mal gucken, was für Schulden wir haben. Wir haben mit Sicherheit ein Darlehen, aber es ist ja zum Glück nicht so wie bei Waterpark Tycoon, wo man dann ganz am Ende, wenn man die Quests oder wenn man die Aufgaben erledigt hat, wo man dann noch das Darlehen komplett zurückzahlen muss. Da ist es hier zum Glück anders. Ansonsten macht zwar mehr Sinn wie bei Waterpark Tycoon, aber hier, ja, das ist dann halt nur eigentlich nur ein bisschen lästig am Ende noch das zurückzuzahlen, weil das ist dann eigentlich nur eine Frage der Zeit. So, dann schauen wir mal rein und Alter, das sieht ja schon ziemlich cool aus von oben hier mit diesem Berg. Meine Herren, so Insektenwell. Ja, unsere Aufgaben sind folgende. Wir machen als erstes mal Pause. Und ja, dann schauen wir mal. Also, gesamte monatliche Bahneinnahmen von 300, das ist nicht so viel. Besucher der Tierbesuchergalerien 100. Besucher im Park. Hä? Also irgendwie hat er hier Grafikprobleme. Ich weiß jetzt nicht, was das ist, 300 oder so. Dann haben wir gesamte monatliche Bahneinnahmen 600. Auch hier oben hat er so ein bisschen Grafikprobleme. Verstehe ich jetzt gerade nicht, was das soll. Naja, aber so hinderlich ist es noch nicht. Gucken wir einfach da mal bei den anderen Menüs. Müsste eigentlich auch so gehen. So, Besucher der Tiergalerien 600 und Besucher im Park, das ist dann wahrscheinlich eine 500. Und als Tycoon 900 monatliche Bahneinnahmen, 1100 Besucher der Tiergalerien und Besucher im Park 700, denke ich mal. So, ist das alles? Also hier unten ist da so ein Gang. Und dann haben wir hier so ein Insektenhaus oder was das ist. Insektenhaus 1. Im Ernst, ist das wirklich alles? Also da geht's ein bisschen nach unten. Hier gibt's so ein... Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Das ist hier so ein Aussichtsturm. Das ist schon ganz witzig. Und hier vorne haben wir dann so einen Informationsstand und hier dann den Eingang. Ja, wir können auch Eintrittspreise nehmen. Das ist schon mal sehr schön. Ja, und ansonsten das Gelände... Kann ich jetzt gar nicht... Ach doch. Also hier außen einmal rum. Alles, was hier oben ist. Auf dieser... Ja, auf diesem großen Areal. Ja, müssen wir einfach mal gucken. Also ich denke mal, das wird ein relativ schnelles Szenario sein. Als erstes werden wir hier einmal... ja, so ein paar Fressbuden aufstellen. Ich würde ganz gerne irgendwie die Leute ein bisschen bündeln, damit die auch überall vorbeigehen. Da haben wir ja schon öfters mal ein bisschen rumgetrickst. Deswegen würde ich fast sagen, machen wir mal diese Viecher hier weg. So. Und dann können wir hier nämlich... Nehmen wir die... Wobei, das geht auch so. So. Dann kann man hier den Weg hoch machen. Oder am besten so. Na. Das ist jetzt ein bisschen unpraktisch. Nee, das geht so nicht. Wie machen wir das am besten? Man könnte natürlich einfach so und dann hier machen. Hat dann hier so vier Buden, die man da hinstellen kann. Aber das geht noch irgendwie besser, dass wir das noch... Also irgendwie kriegen wir das noch besser hin. Da bin ich mir ziemlich sicher. Kann man hier vielleicht das Gelände so ein kleines bisschen anpassen? Ja, vielleicht nicht so viel. So zwei. Oh ja, das geht zumindest schon mal. So, dann können wir das nämlich hier machen.
So, dann haben wir da ein bisschen mehr Platz. Und dann gucke ich gerade mal, ob wir jetzt zu unserem Ziel kommen. So. Und dann kann man hier nämlich dann einfach in die Richtung und hier dann in diese Richtung. Ja, da geht es jetzt nicht. Da müssen wir einmal hoch. Oder zwei hoch. So, das sieht umständlich aus, aber den Zweck, den ich hiermit verfolgen möchte, das ist, dass wir hier wirklich Buden hinstellen können und wo jeder Einzelne vorbeikommt. Das ist so eigentlich so die Intention, die ich hier hinterhabt hatte. Und ich glaube, das wird uns auch gelingen. So, dann kommt der hier wieder an Land. Und dann hier hin. Hier könnten wir theoretisch das so machen, dass der hier hingeht. Und dann hier noch einer. Ah, wobei, das geht nicht. Also, dann hier, wo die anderen eh schon stehen. Und dann hier. Und so könnte man es machen. Dann könnte man hier noch so Buden hinstellen, wo man halt rundum gehen kann. Und das gleiche könnte man hier auch machen, indem wir einfach das so machen. So, dann würde ich auch damit erstmal anfangen. Also, so ein paar Fressbuden, das ist immer schön, das gibt immer ein bisschen Geld. Und so, Steinzeit, Dino-Burger. Ja, Steinzeit ist es ja nicht. Machen wir mal alles an und dann suchen wir uns hier die besten raus. Im Prinzip ist es auch wurscht. Also, nehmen wir hier mal so die wichtigsten. Bison-Burger. So, da machen wir auch die Preise dann wieder ein bisschen teuer. Das machen wir halt jede Folge einmal sowas. Das wisst ihr mittlerweile ja auch besser als ich. So, dann normaler Burger. Na, bloß nicht günstiger. So, dann brauchen wir noch irgendwie was für Nachtisch hier, zum Beispiel Donuts. Und Goldnuggets, Hähnchen, Pommes, auch immer schön, ne? Pommes kommt auch immer gut an, na klar. So, dann so das klassische Fastfood. So, dann brauchen wir natürlich Getränke. Dann nehmen wir einmal die ganz normalen. So, und dann noch irgendwie was Besonderes. Keine Ahnung, heiße Schoko, Limonade, Rootbier. Ah, Rootbier ist doch auch was Schönes. So. Gut. Dann brauchen wir noch andere Stände. Ja, man könnte hier noch so zwei so Sachen. Ich bin gerade am Überlegen, gibt es hier irgendwie was Cooles? Westernhüte, das ist alles. Safarihüte, meinetwegen. So, und dann meinetwegen noch ganz am Ende Ballons. Kommt auch mal sehr gut an. So, dann haben wir hier erstmal so die Pflicht getan und dann können wir hier, was weiß ich, schöne rote, knallige Ballons. Gut, dann haben wir das. Hier vorne haben wir ja schon ein bisschen Platz gemacht. Da könnte man einfach so einen Geldautomaten reinhauen. Hier vorne auch. Zack. So, dann haben wir ja zweimal Informationen. Dies machen wir natürlich auch ein bisschen teurer. So. Und dann brauchen wir noch Toiletten. Und Toiletten.
Ja, und damit wir es haben, kann ja auch nicht schaden, denn hier nochmal so ein Erste Hilfe dazu. So. Gut, dann haben wir da erstmal so eine kleine Flaniermeile. Dann schauen wir gerade mal, was kostet der Spaß? 2,90. Boah, jetzt machen wir mal ein bisschen günstiger hier. 1 Euro ist okay. Ja, wir brauchen jetzt noch Personal, ist doch klar. Das machen wir jetzt auch direkt. Und auch hier, ganz im Ernst, das ist es noch nicht wert, aber wir bauen ja auch noch was dazu. Wir müssen auch nicht unbedingt eine Achterbahn bauen in diesem Park hier, das dauert ja immer ein bisschen länger. So wird es auch gehen. Und ich wollte noch mal eben was gucken. Ne? Ich hatte nämlich zwischendurch, vielleicht ist es deswegen auch so blöd mit den Bildern, dass. Jetzt weiß ich gar nicht, welche Auflösung wir haben. Ja, das dachte ich mir nämlich. Jetzt ist er nämlich abgeschmiert. Ach Leute, wir machen kurz nochmal ein Päuschen. Nächste Folge geht's dann hier weiter. Wäre schön, wenn ihr dann wieder dabei seid. Ich muss die Auflösung mal einstellen, weil ich habe zwischendurch den Rechner nämlich mal platt gemacht. Und ja, nächste Folge klappt's dann hoffentlich auch wieder mit der richtigen Auflösung, dass wir alles lesen können. Wäre schön, wenn ihr wieder dabei seid.